Das ist eigentlich recht praktisch. Gut. So, was haben wir hier für eine Nachricht bekommen? Keine weiteren Fischbestände. Okay, der hat aber lange... Obwohl, der hat gar nicht so lange durchgehauen. Den habe ich auch erst gebaut, oder? Der hier hinten, der läuft gut. Der arbeitet und arbeitet und arbeitet. Hier ist jetzt leider irgendwie ein Goldner reingerutscht. Wie ist das denn passiert? Ist ja merkwürdig. Deshalb finde ich es auch so doof, dass hier jetzt das angebunden ist. Weil jetzt, und der halt auch sozusagen grenznah ist. Weil dadurch marschieren ja auch die Soldaten rein und raus. Und das ist irgendwie nervig. Wir könnten das Einzige, was wir mal machen können, ist die hier raus. Dann laufen die ins Hauptquartier. Und hier machen wir es so, dass die rauslaufen. Und die laufen dann dorthin. Und dann werden die von hier versuchen, das immer zu führen. Und dann kommen auch nicht die Starken mehr da rein. So. Hier können wir jetzt erstmal wieder zwei rausholen. Und zwei reinmachen. Na, das war jetzt ein bisschen zu schnell. So. Und dann laufen sie schon los. Und ja, und hier ist jetzt, ja, laufen jetzt natürlich viele hin, aber ja, dadurch verhindere ich jetzt, dass mir das hier nochmal passiert, dass da wieder ein Starker reinläuft, obwohl ich den ja gar nicht haben möchte. Wie sieht es eigentlich aus? Kann man hier dann noch eine Festung bauen? Nee, das ist jetzt natürlich irgendwie ungünstig. So grundsätzlich, aber mit der einen sollten wir dann auch eigentlich ganz gut zurechtkommen. Okay. Aber ich finde, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Hier läuft da auch alles auf 100% jetzt mittlerweile. Dann würde ich doch mal gucken, was haben wir hier? Also Kohle ist jetzt auch da. Und Wasser staut sich jetzt an. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Gut, der Brunnen arbeitet jetzt natürlich weiter, obwohl das hier nicht mehr verbraucht wird. Aber es ist auch so, dass einfach mal ein Brunnen halt für... Was ist mit der Bäckerei los? Für einen überproduziert. Und dann wird es halt in das Lager getan. Aber wenn ich das nicht mache, dann ist es irgendwie immer zu wenig Wasser. Und dann baue ich lieber einen so einen Brunnen, der kostet 2 Holz. Das ist überhaupt nicht relevant eigentlich. Aber irgendwie schaffen die es auch nicht richtig, dieses Wasser aus dem Lagerhaus richtig zu verteilen. Aber woran das jetzt liegen mag, keine Ahnung. Irgendwie habe ich so das Gefühl, hier stimmt irgendwas nicht so richtig. Was ist denn nur los? Eine Mühle müsste eigentlich locker, also wirklich locker, 2 Bäckereien versorgen können. Aber irgendwie passt das überhaupt nicht. Naja, mal sehen. Schauen wir mal, ob sich das hier noch entwickelt, wenn jetzt noch mehr Getreide dazukommt und so. Aber momentan läuft es ja auch eigentlich ganz gut. Dann würde ich sagen, dann schließen wir doch direkt noch ein Goldbergwerk an, oder? Wenn das jetzt hier... Ich meine, das sieht wirklich eigentlich gut aus. Und hier, das läuft auch. Das funktioniert alles. Eisen fehlt, fällt mir auf. Das kommt irgendwie nicht so richtig aus dem Lager raus. Ja, dann bauen wir doch einfach mal hier ein paar Eisenminen hin. Ich frage jetzt nur, wo hat da die Kohle, dir das Gold angefangen? Das war ja da auch irgendwie. So, dann schließen wir das erstmal an und dann sollen die doch erstmal bitte hier wieder Eisen ran schaffen. So, hier oben klicken wir jetzt erstmal wieder raus, die 3, und lassen wir voll machen. Und wir haben eine Nachricht, keine weiteren Fischbestände. Da habe ich mich gerade noch gefreut, dass der noch so läuft, aber gut. Weg damit. So, dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay, hier wird es jetzt also langsam auch weniger, was wir haben.
Aber wir haben ja dann nach wie vor immer noch diesen Berg, was auch gar nicht so schlecht ist. Da würde ich doch sagen, wir können einfach mal hier auch eine Baracke bauen, weil weil dann auch hier diese komische Eingeschnürte da weggeht. Okay, das läuft. Und dann wird das besser. Okay. Das Sägewerk hier unten läuft jetzt nicht mehr so. Ist ja logisch, da oben wird ja jetzt produziert, deshalb können wir das auch einfach mal wegmachen. So. Sieht aus, 5 Goldmünzen sind ja eigentlich permanent drin. Das läuft wirklich einwandfrei. Wie sieht's? Also hier, die laufen ja auch sehr gut. Also hier fehlt halt das Eisen irgendwie. Die kriegen das irgendwie nicht so richtig auf die Reihe, das hier mal rauszubringen, oder? Schauen wir doch mal, was der Transport so sagt. Dann schieben wir das doch mal hier weiter hoch. Warum ist eigentlich das da ganz oben? Das sollte hier hin. Die Waffen eigentlich mehr so dahin. Und danach das Bier. Ja, doch. Doch, so. Aber ich denke mal, Kohle und Gold sollte eigentlich noch vor der Münze stehen. So, vielleicht kriegen sie es ja dann jetzt besser hin, dass das hier mal wegkommt. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Okay, Kohle ist jetzt hier aufgebraucht. Gibt es nicht mehr. Gut, aber zum Glück haben wir ja dort oben ausreichend Kohlebergwerke gebaut, die auch alle mit 100% laufen. Und wir haben auch noch was im Lager. Also so ist es ja nun nicht. Wir haben ja da 23. Das ist ja auch schon ordentlich. Also wie sieht es jetzt hier langsam mal aus mit der Bäckerei? Also irgendwie, das will ja gar nicht so richtig anlaufen. Diesmal diese Bäckerei, das ist ja furchtbar. Militärgebäude besetzt. Ah, nicht weg mit der Münze. Geh weg. Oh, zum Glück. So. Ja, das sieht doch jetzt schon gut aus. Okay. Ja, dann werde ich jetzt hier nochmal Geologen herholen. Und dann sollen die mir da nochmal bitte sagen, was doch da alles Schönes drin ist. So. Hopp und hopp und hopp und hopp. So, hier oben werden wir es wieder ausleeren. Jo, kommt der auch. Danke. Und wir voll machen. Gut. Und dort kommen sie auch schon. Da geht das auch ein bisschen schneller dadurch, dass wir hier ein Lager haben, wo jetzt die ganzen Schwachen drin sind. Das ist natürlich auch praktisch. Und dann läuft das eigentlich immer ordentlich. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, da kommt halt. Aber zum Glück kein Starker mehr hin. Das ist ein Nachteil ansonsten. Okay, Kohle gefunden. Hier gibt es also auch Kohle. Und der Bauernhof, der läuft eigentlich gar nicht so schlecht. Also der hat auch 1, 2, 3, 4, 5 Felder damit. Also durchaus im Soll. Okay, hier haben wir Gold gefunden. Hier gibt es auch nochmal Gold, falls es dann auch knapp wird hier unten. Weil es ist halt doch eher ein kleines Gebirge, ne? Das kann schon sein, dass das irgendwann nicht mehr so richtig möchte. Wir können ja mal insgesamt gucken, wie viel Nahrung momentan irgendwie unterwegs ist. 28 Schinken. Ja, ich glaube, damit können wir ein bisschen was versorgen. Was ist denn hier nur mit der Bäckerei? Ich verstehe es nicht. Ist die nur nicht angeschlossen? Oder was ist da los? Ich, keine Ahnung, ich begreife es nicht. Das wäre irgendwie nicht in meinen Kopf so richtig, was da los ist. Eigentlich ist es wirklich so, eine Mühle kann locker zwei Bäckereien. Genau wie die Fleischerei, die wird ja von zwei Schweinezuchten gut versorgt. Aber die kriegt einfach nicht genügend Getreide, habe ich das Gefühl. Oder was ist los? Aber hier, da ist doch voll. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, hier müssen wir es wieder raussammeln hier. Komm, du auch. Oh ja, voll machen. Also irgendwie will ich das nicht so richtig begreifen. So, wie sieht's aus? Wir haben schon 14 starke Soldaten. Das passt doch.
ist ordentlich. Aber wo ist denn der zweite Silberne? Das möchte ich auch mal gerne wissen. Wird hier irgendwo einer aufgestuft, den ich vergessen habe? Das ist natürlich immer dann ärgerlich, wenn man das irgendwie übersieht oder so. Hier, der ist jetzt auch wahrscheinlich. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Wo ist das hier? Granit gefunden. Oh, hier ist jetzt schon verbraucht. Okay, das gefällt mir natürlich nicht. Wenn das so schnell geht. Ah, naja gut. Naja gut. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Oh, jetzt geht's hier los. Ja, ja, es wird langsam. Werden die Berge leer. Aber ist hier irgendwo jetzt... Das ist ja nicht angeschlossen. Das ist die Fischerhütte, die da nicht so richtig mehr macht. Die kann dann auch weg. Warum auch immer ich jetzt dafür keine Nachricht bekommen habe, ich weiß es nicht. So, wo ist jetzt aber hier irgendwo ein Silberner zu viel? Wo wird hier irgendwas eventuell noch eingeliefert, wo ich es gar nicht haben möchte? Ich sehe es nicht. Nee, ist eigentlich auch nicht. Merkwürdig. Warum habe ich zwei silberne Soldaten? Ist hier irgendwie einer, der da drin rumschwirrt? Nö. Hier einer? Der vielleicht zufällig aus... Hier ist einer, ja. Tatsächlich. Hier sitzt er fest. Okay, die zwei erstmal raus. Zwei wieder rein. Bergwerk ist verbraucht. Okay, der Berg hier ist leer. Okay, weg damit. Obwohl, das eine Goldbergwerk, das haben wir noch. Und dann werden wir mal schauen. Hier unten war ja so viel Gold. Dann werden wir erstmal noch eine Baracke bauen. Dass wir da auch rankommen ordentlich. So. Und dann, ja, werde ich da mal... Upsala. Jo, da sind die ja jetzt weg hier, ne? Die sind abgezogen. Dann reißen wir das mal hier weg. Und dann werde ich da... So. Und dann werden wir jetzt erstmal hier... Ne, das Gold ist jetzt erstmal wichtig. Machen wir erstmal Gold. Ups. Hier kommt Gold. Hier ist Gold. Und das war's auch schon. Wir müssen da erst näher ran. So, da oben ist Granit. Das interessiert uns weniger. Aber hier die ganze Kohle ist natürlich nicht zu verachten. Da werde ich kein Kohlebergwerk hinsetzen, weil ich hoffe, dass ich dort noch mehr Goldbergwerke hinbauen kann. Ja, gut. Granit. Ja, werde ich mal hinbauen, damit ich das auch weiß, dass dort Granit ist. Granit. Gut, ja. Okay. Okay. Dann. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir müssen jetzt eigentlich... Was ist... Ich verstehe nicht, was mit der Bäckerei ist. Ich... Oh, was ist das denn nur? Was ist mit der... Die ist doch voll versorgt. Vielleicht kommt's ja jetzt. Aber ich... Das ist mir echt irgendwie noch ein bisschen unbegreiflich, muss ich sagen.